Hoffentlich kann man hier speichern. Da ist ein Telefon. Scheiße, ich. Boah, dang it. Ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind. Lass dir vielleicht nicht zu Alter, viel Zeit. Alter, mir geht's so. What the. Serie-Serum, zuvor im Objekt in der Lage, Serum synthetisieren. D-Serie, Gehirnnerv, peripherer Nerv. Das heißt, man muss zuerst im Gehirnnerv. Ich glaube, das ist es. The fuck. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Okay. Hä, wieso Arm? Und Kopf? Ach so, die anderen Worte kann man nicht lesen. Deshalb ergibt der Satz auch so keinen Sinn. Ja. Und mit diesen Objekten kann man synthetisieren. Das heißt, man braucht einen Gehirnnerv und einen peripheren Nerv. Ich habe keine Lust, da lang zu gehen. Und die Waffe staubt nicht mehr, wenn man nachlädt. Ist das ein Speicherraum? Nein, das ist eine Voodoo-Puppe. Ah, verdammt. Du kannst mich nicht so. Vor allem, wenn du nur BAH machst. Aber den ganzen Tag oben sausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. What? Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bis zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert? Das ist die Oma. Ha, stimmt. Ja. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Im Geheimraum hinten im ersten Stock. Jener Arm ist Zeichen des Kindesvertrauens. Jener Arm. Der diese Gesichtigkeit untergräbt, den werde ich keinen, was? Ich kein Weiterleben gestatten. Ich will die Voodoo-Puppe eigentlich nicht anfassen. Oh, Brandschaft. Wenn ich jetzt die Puppe anbrenne. Oh, schade. Alter. Ja, bestimmt witzig geworden. Kinderzimmer, kontaminierter Raum, Zimmer für Hausarrest. Es gibt ein Zimmer. Die haben ein Zimmer für Hausarrest. Toll. Das sind noch ein paar Mauten, okay. Jetzt wirkt das Haus wieder ein bisschen normaler. Ich glaube, man soll sich irgendwie die Laterne nehmen oder so ähnlich. Kacke. Wir haben 240 Feuer. Ja. Ah. Ha? Was könnte man denn da dran hängen? Ich könnte die Laterne nehmen, die die Mutter fallen gelassen hat. Vorausgesetzt, du hast noch Platz im Inventar. Ja. Das werde ich jetzt, Hä? Die war doch gerade noch da unten. Die hat da unten sich, glaube ich, ein Loch gemacht und ist weitergelaufen. Ist das richtig? Ja. Du bist doch so ein Vollhonk. Was zum Teufel? Das ist neu. Ich glaube einfach, dass ihre Insekten das frei fressen. Ich will da gar nicht lang. Die Insektenlady.
Ist nicht die verrückte Katzenlady, ist die verrückte Insektenlady. Ja. Oh, Jesus Christ. Lady. Ich lauf jetzt zum Speichern. What a strange little lady. Ich laufe ganz falsch zum Speichern. Was war das für ein Geräusch? Das war der Insektenbeutel, der da hinten noch war. Aufgeplatzt ist. Aber Speichern ist eine gute Idee. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, die Kurbel braucht man nicht mehr. Wenn wir sie brauchen, dann sind wir im Arsch. Also, ich packe den Dietrich weg. Ich packe die Münzen weg. Ja, würde ich vorschlagen. Ich packe einen von diesen. Ja, dann haben wir sogar einen auf Reserve. Das ist ziemlich cool eigentlich. Mhm. Grenzschlüssel behalte ich natürlich. Dann haben wir wieder drei Plätze frei. Mhm. Das sollte erstmal reichen. Die vermutlich für Munition brauchen werden. Oh, Alter. Und anderes Zeug. Tja. Mhm. Boah, ich hatte schon überlegt, ob ich mir ein anderes Resident Evil Spiel kaufen soll, und zwar Raccoon City. Ist ein reiner Shooter, aber für zwischendurch bestimmt ganz spaßig. Vorausgesetzt, man spielt ihn zu viert. Und da wird schon wieder schwierig. So, jetzt muss ich der Mutter hinterher, weil die eine Laterne hat. Der Mutter. Der Mutter. Immer die Mutter. Ey. Laterne, Jesus. Laterne. Danke, ja. Danke für den Tipp. Ich gehe ja. Nichts hält mich am Boden. Da war eine ja, genau am gesehen. Finger. Woher haben wir die Taschenlampe? Die Taschenlampe haben wir schon immer. Nee, von ziemlich Anfang an. Das ist eine, die er sich in die Brust stecken kann. So. Die Brusttasche. In die Brust. Ich kann sich einfach so eine Leiter basteln. Oh. Das ist der Brunnen. Bitte kein Jumpscare, bitte nicht, bitte. Alter, das ist so das. Gefuckt. Was? Das ist das Gewächshaus. Oder? Nein, das ist ein Baum. Yep, und das ist ja, wie geil! Wie geil! Eigentlich müsste es doch dann neuer Gegnertyp erwarten, oder? So Insekten und Pilz in Kombination? Könnte auch witzig sein. Schatzfoto. Oh, das war. Das ist im Van, im Ding, ne? Doch im Van, ja. Die Zigaretten, das Klo. Könnte im Van sein. Ja. Was? Ich habe das versteckt, finde ich. Das ist dasselbe, wie das beim anderen steht. Okay. Das könnte im Wohnwagen sein. Ja, das ist bestimmt eine ganz schöne Gegend zum Wohnen, wenn nicht alles total verdorrt wäre. Ja. Nein. Ich glaube schon, dass es da ziemlich schön sein kann. Das ist der Eingang zum Gewächshaus. Ja, Gewächshaus, komm mal rein. Okay. Nein. Ja, okay. Sollen wir die andere Tür nehmen? Dann nehmen wir die andere Tür. Kenne ich das? Die ist offen. Was? Nein, die ist verschlossen. Sperrangelweit. Blau. Blau. Spaltmittel. Weißt du, wo jetzt, hey? Oh. Aha. Das heißt, du könntest jetzt. Ich könnte Munition spalten. Richtig. Finde ich irgendwie doof. Naja, wenn man Munition findet, die man nicht gebrauchen kann. Ah, okay. So gesehen ist es wieder ziemlich cool. Sehr cool. Sind zwei frei geworden, weil da links sind, glaube ich, noch zweimal Kraut. Ja. Hm, was wir gerade vom Kraut reden, zweimal. Hm. Ah, ist das ein Dietrich nicht dabei. Oh, lecko. Ich war schon sehr überrascht, dass du das so meintest. Ja, ich lasse den Dietrich.
Spannend. Boah, ey. Ich finde cool, wie die Holztüren auseinander zersetzt sind und die dieses Muster drauf haben. Ey, da war irgendwas. Ein Tor versperrt. Okay. Oh, Wetten, da sind wieder diese Menge Insekten drin. Oh, doch nicht. Hätte schwören können, dass da was drin ist. Das wirkte schon so. Ja. Versteckerisch. Boah, ich bin hier gerade so. Angespannt? Nein. Oh, nice. Das ist hier bestimmt ziemlich gut. Das ist auch gut. Nimmst es und drehst dich um. Alles auf der anderen Seite. Nee. Das gibt's doch nicht. Naja gut, das Spiel möchte dich halt in eine gewisse Richtung lenken. Ja. Na und? Oh. Richtig. Flinte. Und starke flüssige Chemikalie. Wie gut. Und aus der machen wir direkt noch ein solches Teil. Ja, geil. Die Tür ist auch... Ja. Oh, Wahnsinn! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle ist bei dir schief? Alles. Alles. Alter, bin ich froh, dass ich so ein bisschen nach links geguckt habe schon. Boah. Lukas hat sich echt erschreckt. Ein bisschen? Ich rieche einen Bossfight. Da! Ey, da! What the hell? Ist das ekelhaft? Ein bisschen. Ah, sie ist ein Glühwürmchen! Sorry, wenn ich gerade so lache. was? Irgendwas hat sie nicht vertragen. Ja! Man spielt nicht mit dem Feuer! Ah, Wetten, die hat sie gerade ausgekotzt. Das war etwas zu nah. Hi! Okay, das ist jetzt aber nicht so tragisch, ne? Wie heißt es nochmal? Oma, man sieht einen Schlüpfer. Wie heißt der Film nochmal? Keine Exorzismus? Ahnung. Achso, ja. Hä? Wie passt denn die dadurch? Ich hab keine Ahnung. Nicht die geringste. Au, guck mal. Oh. Guck mal, ein Glühwürmchen. Jetzt findest du es wieder witzig. Nee, nicht wirklich. Ach, komm schon! Du hast doch keine Angst vor einem Mädchen, oder? Halt die Klappe. Du bist kein Mädchen. Definitiv nicht. Alter, nein! Oh! Killer Twist Fire! Das ist so... eklig. Oh, ja. Appetit abregend. Oh, ja.
Das war Pistole. Ja. Ich habe hier schon 30 Pistolen. Okay, ja, mir ging es eher um Teilen, also Spalten, aber... Das hätte auch nichts gebracht. Wahrscheinlich, ich, ja. Hätte ich trotzdem hier, was hätte ich da machen können? Ja, das ist ein Serum, ein teures. Ja, gut. Ja, ist auch egal. Burn the bitch. Au, Kacke. Wie viel hält die Dame eigentlich aus? Zu viel? Aber, ja, damit musst du heulen auch. Aber wie so ein Marienkäfer! Fast schon ein bisschen niedlich. Fast schon ein bisschen was? Fast schon ein bisschen niedlich. Du mich auch. Halt ich mal. Ich hab nicht mehr viel Feuer. Nee. Klingt total ekelhaft. Was? Oh, dang it. Ja. Du blödes Viech, echt, ey. Bitteschön. Ich glaube, du brauchst auch nicht die ganze Zeit drauf zu halten. Aua! Das ist zum Fick. Das ist ekelhaft. Ein bisschen. Intimhygiene vom Feinsten. Okay, ich hab kein Feuer mehr. Oh shit. Wie soll ich diese Bitch töten? Ich verstehe es nicht. Ich hab auch keinen Schimmer. Vielleicht sollst du sie gar nicht töten, vielleicht hast du bloß. Oder vielleicht musst du tatsächlich alle Knoten, die hier im Haus sind. Weißt du, diese Insektenknoten? Vielleicht lädt sie sich daran wieder auf oder so ähnlich. Na gut, ich habe jetzt kein Feuer mehr, das ist halt dann blöd, ne? Oh, ist das ekelhaft? Ein bisschen, ja. Und sie macht es nicht besser. Bin nur natürlich muss ich machen. Bin ich mir das nur ein oder wird sie das mal ein bisschen schlanker? Au, 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 ich geht. Ich hab keinen Plan. Ich auch nicht. Hä? Setzt manchmal weitere Käfer frei, wenn sie aus der Sicht weiter ist. Vielleicht stärken sie sie ja auch irgendwie. Hm. Ja, Streuung. Was? Waffen aufrüsten, war da irgendwas? Was? Ausrüsten, okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Hier. Nein, wirklich gespeichert. Ach so, Ein bisschen her, ne? Ja. Das war bevor ich da runtergegangen bin, gell? Ja. Ja gut, dann müssen wir hier pokern, denn ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, dann wird mir Margaret den Ofen einheizen. Ja, bis dahin viel Spaß und viel Vergnügen. Was hat der Lukas gesagt? Sie ist so eklig. So eklig. So eklig.